Es ist wieder die Zeit des Jahres, wo Leute wie ich Konami sagt, wie sie ihren Job zu machen haben. Wenn ihr mit dabei seid, schreibt mir in die Kommentare, was Konami eurer Meinung nach machen soll. Wenn ihr nicht verstanden habt, worum es geht, wir kreieren heute einmal eine Banlist, die Konami so nehmen kann und die so rausbringen kann, damit wir alle wieder ein bisschen glücklicher sind. Ich muss dazu sagen, das aktuelle Format ist eigentlich relativ fein. Es gibt so ein paar Sachen, die wir adressieren können, um es vielleicht in Zukunft ein bisschen besser zu haben. Die erste Karte, über die wir reden, ist einmal Diablosis. Das ist eine Karte, die gehört auf die Banlist und zwar auf 0. Das ist eine Karte, die ermöglicht es uns, den Gegner komplett aus dem Spiel zu blocken. Das werden euch alle sagen, die alle Banlist Prediction machen. Verspreche ich euch. Was Konami aber eigentlich tun müsste, wäre Shangri-Ira auf 0 zu setzen. Denn das ist die Karte, die das überhaupt erst möglich macht. Natürlich wird Konami nicht die Key-Karte von dem Kashira-Deck-Thema bannen, deshalb wird es Diablosis treffen. Aber denkt mal drüber nach: Ohne Shangri-Ira war Diablosis nie ein Problem. Die nächste Karte, die auf jeden Fall auf 0 gehört, ist einmal die Branded-Fallen-Karte. Die sagt: Ich beschwöre ganz generisch dem Gegner ein Monster dahin. Wer weiß, was da passieren könnte? Weiß nicht. Gimmipuppet, Christia, Ibli, Orthros. Who knows? Die gehört definitiv auf 0. Dem Gegner generisch ein Monster spezial zu beschwören auf seine Seite ist noch nie eine gute Idee gewesen. Und ja, ich weiß, Despia bekommt im nächsten Set ein Monster, was das gleiche tut. Das heißt aber nicht, dass diese Karte im Game sein sollte. Und wir können natürlich jetzt ganz clever hingehen und sagen: Okay, wir bannen einfach jede Karte weg, die den Gegner nicht mehr spielen lässt. Könnten wir machen. Dann ist die Banlist aber anstatt 180 Karten 350 Karten lang. Nicht so eine clevere Idee. Deswegen bannen wir die Fallenkarte, um schon mal eines der Probleme rauszunehmen. Um nur das Monster kümmern wir uns dann, wenn es nicht mehr relevant ist für die Verkaufszahlen von Konami. So, jetzt haben wir schon einmal ein paar Probleme gelöst, die einfach jetzt nicht mehr existent sind für uns. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Power-Level im insgesamten Game so ein bisschen relativieren. Es gibt so ein paar Karten, die wir vielleicht nicht auf 3 spielen sollten, sondern vielleicht eher auf 1. Und darum geht's jetzt. Die erste Karte, die ich einmal habe, ist eine Runic-Karte, nämlich Runic-Tipp. Diese Karte sucht den ganzen Archetype. Man kann sich vorstellen, das ist eine ziemlich gute Karte. Die sucht alles. Und das Schöne ist, wenn Runic-Tipp auf 1 ist, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, mit dem Draw 3 von dem Fountain in einen Tipp reinzuziehen, was das Deck deutlich anfälliger für Interruptions macht und es ist definitiv nicht mehr so konstant. Ich möchte aber erwähnen, dass ich neben Tipp noch eine andere runische Karte auf die Banlist setzen möchte. Und das ist einmal der Fountain selber. Die wird in allen Decklisten immer auf 2 gespielt. Der Grund dahinter ist, die Karte ist nicht Hardwons per Turn. Das heißt, ihr könnt mit dieser Karte inhärent 6 Karten ziehen. Ihr müsst sie nur zweimal resolven. Und ihr habt Karten im Extra-Deck wie Hugin und wie Garry, die euch die von Deck enden können oder vom Friedhof enden können. Das bedeutet, das ist eine Karte, die ich eigentlich nicht auf 3 im Game haben möchte, sondern auf 1. Dann gehen wir noch einmal ganz kurz ein bisschen zurück zu einem Deckthema, wo wir gerade schon ein bisschen was gebannt haben. Und das ist einmal Kashtira. Es werden euch jetzt viele Leute erzählen, dass wir Fenrir auf 1 setzen sollen. Und das ist an sich auch keine blöde Idee. Denn Fenrir auf 1 zu setzen, nimmt nicht nur bei Kashtira das Play raus, sondern es nimmt logischerweise auch für die ganzen anderen Decks, die Fenrir als generische Karte benutzen. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass Fenrir keine unfaire Karte ist. Ist eine gute Karte, aber keine unfaire Karte. Wir müssen so ein bisschen die Konstanz von dem Kashtira-Deck wegnehmen. Und das schaffen wir, indem wir die beste Karte im Kashtira-Deck hitten. Und das ist einmal Kashtira Unicorn. Wenn wir die Karte auf 1 setzen, haben sie es deutlich schwerer, in ihre Combo zu kommen. Das Grindgame wird so viel schwächer, weil ihr müsst die Karte nachher anheften an Arisard, ihr müsst Burf haben und ihr müsst die Karte wieder aus Feld specialen, damit ihr Teosis wieder suchen könnt. Deshalb ist meiner Meinung nach, wenn man Kashtira selbst hitten möchte als Deck, Unicorn der richtige Hit. Aber so wie ich Konami kenne und so wie ihr Konami kennt, wird es wahrscheinlich den armen Fenrir treffen. Der arme Junge hat doch nichts falsch gemacht. Er ist in seinem eigenen Deckthema nicht mal die beste Karte. Dann haben wir uns jetzt einmal um Kashtira gekümmert. Wir haben uns um Runic gekümmert. Jetzt müssen wir noch das andere große Deck im Raum so ein bisschen verhauen und das ist einmal Sprite. Auch wenn es mir in der Seele wehtut, wird Konami bei Sprite auf jeden Fall was hitten. Und ich denke, die werden 2 Karten hitten.
Denn nur eine Karte zu hitten bringt nicht so viel für die Engine selbst. Meiner Meinung nach wird es einmal Sprite Starter treffen. Diese Karte wird safe auf 1 gehen. Da bin ich mir, sag mal, zu 99% sicher, dass Konami diesen Move machen wird. Ich persönlich finde es schade, ich finde Sprite ist ein cooles Deck und ich finde Sprite ist auch kein unfaires Deck. Vielleicht ein bisschen biased, weil ich selber spiele. Was ich mir aber auch noch ganz, ganz gut vorstellen kann, dass Konami sagt, na, der eine Starter auf 1, der reicht eigentlich nicht, weil dann können wir die ja als Engine spielen in anderen Decks mit den ganzen Monstern. Nehmen wir doch einfach mal Blue, die beste Monsterkarte, und setzen die auch auf 1. Das heißt, wir haben dann Starter und Blue beide auf 1 und das wird das Deck auf jeden Fall killen. Man könnte jetzt noch ein paar andere Karten im Themendeck anfassen, meinetwegen auch einen Sprint, den man auf 0 setzen könnte, aber die haben schon 11 geklaut und dann haben wir nicht mal keine Extra-Monster mehr, das wäre ein bisschen crazy. Deshalb glaube ich schon, dass es halt Starter und Blue treffen wird. Jetzt haben wir die großen Decks getroffen. Wir haben Kashtira schwächer gemacht, wir haben Runic schwächer gemacht, wir haben Sprite eigentlich gekillt. Das beste Deck wird dann Despia sein. Und ja, ich weiß, Despia stirbt an einer Ash Blossom. Und wir machen das sogar noch ein bisschen einfacher für die Leute, die Ash Blossom auf die Fusion aktivieren möchten. Wir setzen die Fusion auf 1. Und der Grund dahinter ist relativ simpel. Die neuen Despia-Varianten, die gehen immer mehr weg von der Branded Fusion, weil sie über Cartesia und andere Karten die Synchromonster beschwören können. Die Synchromonster, die wir jetzt in Cybersun Access bekommen, sind ziemlich gut. Deshalb diese Despia-Variante zu killen über die Branded Fusion ist an sich kein schlechter Move. Ich weiß nicht, ob Konami das bringen wird, aber ich glaube schon, wenn wir so alle Decks ein bisschen anfassen, wäre es schon sinnvoll zu sagen, ah ja, da war so eine Karte, die beschwört generisch Monster aus dem Extra-Deck mit Materialien aus unserem Deck. Vielleicht sollten wir die auch mal überlegen, auf einzusetzen. Und jetzt spielen wir wieder einmal das Roulette von Karten, die wir wieder zurück im Game haben können. Meinetwegen auf 1, auf 3, sprechen wir mal ganz drüber. Es gibt so Karten, die sind auf der Banlist, die da meinetwegen nicht mehr sein müssen. Das ist zum einen einmal Zodiac Trident, eine Karte, die eine offene Karte auf dem Feld schießen kann. Wenn ihr mich fragt, keine schlechte Karte. Ist das eine Karte, die auf die Banlist gehört? Meiner Meinung nach nicht mal im Ansatz. Denn wenn wir uns einmal Kashtira angucken, ist der Rise halt quasi ein besserer Trident. Deshalb bringt ihn zurück auf 1. Es macht halt keinen Sinn, dass sie auf der Banlist rumgammelt. Die nächste Karte ist einmal Blaster, Dragon Ruler, Feuer. Wir haben festgestellt, Dragon Ruler ist jetzt 10 Jahre her, das Format. Bring die zurück, die werden wahrscheinlich nichts tun. Die werden vielleicht sogar Play sehen. Okay, gut, werden die wahrscheinlich aber nicht sein. Die nächste Karte ist einmal Hafenhorror. Alle, die Orkust mögen, schreien bei jeder Banlist, bring Hafenhorror zurück. Konami, bring Hafenhorror zurück. Ich mag die Karte, das Deck ist komplett dead. Ihr bekommt, wenn ihr die Engine spielt, ein Omni-Negate, der was vom Gegner banishen kann. That's it. Legit, that's it. Bring die Karte einfach zurück, macht die Leute happy, die spielen wollen. Dann haben wir diese ganze Diskussion bei den Banlisten auch nicht mehr. Und jetzt geht es ein bisschen um Karten, die meiner Meinung nach wieder auf 3 zurück können, weil die im Game nichts verändern würden oder weil die vielleicht was promoten, was in Zukunft kommen wird. Die erste Karte ist einmal Dynoresser Panker Drops. Das ist meiner Meinung nach eine Karte, die eine super Side-Deck-Karte ist für verschiedene Formate und verschiedene Decks. Aber sie ist nicht unfair. Und deshalb ist diese Karte in meinen Augen eine Karte, die wir auf 3 kann. Dazu müssen wir erwähnen, dass wir ja in Wild Survivors Dino-Support bekommen. Und für alle, die es wissen, Panker Drops ist ein Dino. Der heißt nicht umsonst ein Wrestler. Deshalb, meiner Meinung nach, wird sogar auf 3. Eine Karte, die ein bisschen kontroverser ist, wo ich mir aber durchaus vorstellen könnte, dass Konami diesen Move droppen wird, ist einmal Miscellaneous Saurus, der Verschidosaurier. Eine Karte, die sagt, meine Dinos in meiner Mainphase sind unberührt von aktivierten Karteneffekten. Das klingt ziemlich gut. Wenn man sich mal anguckt, was die Dinos grundsätzlich so machen, ist das vielleicht im Kontext nicht mehr ganz so gut im Vergleich, was die anderen Decks zu tun. Klar, ist immer eine gute Karte, definitiv. Die auf 3 zu haben, ist auch ziemlich valuable für das Deck. Es lässt sich aber relativ einfach stoppen. Und Fun Fact für euch, versucht mal mit einem Misk in eine Rise Head reinzuspielen. Klappt nämlich nicht. Nur mal so kurz für euch. Dann adressieren wir mal ein paar andere Sachen. Das ist einmal Magiebuch des Urteils. Eine Karte, die krass ist, dass die wieder zurück auf 1 gekommen ist. Wir haben aber gesehen, die Karte tut halt nichts, außer ein Jogen-Special. Ein Flagge zu specialen ist generell nie eine gute Idee, aber es ist auch keine gute Karte, die ihr specialen könnt.
Denn wenn ihr mit der Fallenkarte einfach ein Monster hängen legen könnt, dann könnt ihr meinetwegen auch in der Endphase mit dieser Karte einen Jogan specialen, wo ihr nicht mehr selber spielen könnt, der aber 1-4 Def hat oder so. Dann sprechen wir einmal über Sky Striker Karten generell. Ich bin der Meinung, dass wir Multiroll wieder auf 3 setzen können. Ich glaube nicht, dass es irgendwen jucken wird. Ich glaube nicht mal, dass die Striker-Spieler 3 davon spielen würden. Setzt die auf 3 zurück, dann können die meinetwegen 2 davon spielen. Die andere Karte, die ist ein bisschen polarisierender und das ist einmal Engage. Ich bin der Meinung, dass wir Engage sogar wieder auf 3 setzen können. Denn das Deck selber ist mit den neuen Support-Karten nicht schlecht geworden. Also die Zauberkarte, die was pushen kann, ist halt gut. Ich glaube aber nicht, dass Engage dem Deck genug hilft, dass es sich wieder im Meta bewegen wird. Und wenn wir über die Bannisten reden, sprechen wir über das Meta. Und wie unfair das im Meta ist. Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube nicht, dass das unfair ist. Und deshalb sollte so eine Karte auch nicht mehr auf 1 sein. Wenn die nicht unfair ist, mach die auf 3. Natürlich gibt es ja wieder ein paar Loops, zieh mehrere Karten, zieh mehrere Engage, zieh Engage und Engage rein. Ja, weiß ich alles. Trotzdem glaube ich, dass das nicht reichen wird für Striker, um halt wirklich wieder mitzuspielen. Die nächste Karte ist eine Karte, die ich sehr gerne wieder auf 3 hätte, weil ich das Deck gerne mag. Und das ist einmal Salamangreat Gazelle. Eine Karte, wo die Support angekündigt haben für das Deckthema selbst und der Rest vom ganzen Archetype ist zurück auf 3. Die Karte ist, glaube ich, in Master Duel auch auf 3, die ist im OCG, glaube ich, auch auf 3. Es wird nichts verändern, wenn die auch im TCG auf 3 ist. Also gibt doch den Leuten die Möglichkeit, diese Karte 3-mal zu spielen, wenn sie das machen möchten. Karte, die theoretisch ein FTK enablen könnte, wenn es mit Level 1 Monstern ein FTK gibt. Und das ist einmal der vorgetragene Star. Das ist eine Karte, die sucht ein Level 1 Monster. Das klingt jetzt unglaublich krass, ich weiß. Ich habe euch jetzt ein bisschen schockiert. Die ist aber nicht Monster Turn. Wir haben aktuell 2 Kopien. Die hat auch 2 nichts gemacht. Die wird auch 3 auch nichts machen. Deswegen glaube ich schon, dass Konami den nächsten Step gehen wird und die auf 3 setzen wird. Und die letzte Karte, die ich heute für diese Banlist-Interaktion habe, ist einmal Pot of Desires. Ich weiß bis heute nicht, warum die auf 1 gegangen ist. Ich weiß bis heute nicht, warum Konami dann wieder auf 2 gepackt hat und nicht direkt wieder auf 3. Packt die auf 3. Es macht legit keinen Unterschied. Die Leute werden trotzdem darüber diskutieren, ob sie die Karte 2-mal spielen sollen oder 3-mal spielen sollen. Lasse diese Diskussion führen. Ich führe die Diskussion unglaublich gerne. Also lass uns bitte wieder möglich machen, dass Leute sagen können, so, ne, ich spiele jetzt einmal, ich will an der Karte nicht bricken. Will ich wieder haben. Gibt's wieder zurück ins Game auf 3. Und das war's. Die Banlist, die wir brauchen. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir in die Kommentare und lasst dem Video gerne mal ein Like da, wenn ihr es bis zum Ende vom Video geschafft habt. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.